Eine kurze Videoserie zum Thema Bildrechte. Bildrechte betreffen alle Menschen, die in irgendeiner Art mit Bildern zu tun haben. Das ist egal, ob das privat ist oder ob das geschäftlich ist. Umso wichtiger aber ist es, dass Sie in Ihrem Geschäft einen sauberen Umgang mit Bildmaterial pflegen. Ob das jetzt Fotos sind, Illustrationen oder andere Elemente, die Sie, visuelle Elemente oder auch Audioelemente, die Sie einsetzen für Ihre Arbeit. Denn Bilder, die Sie nutzen, die haben Rechte. Rechte, die dem Auftraggeber gelten, Rechte, die dem Fotografen gelten, Rechte, die Ihnen als Bildnutzer gelten. Und diese Rechte wollen ja gegenseitig alle abgeklärt sein. Wenn das nicht der Fall ist, können daraus unerwünschte Anklagen resultieren, was ja jeder vermeiden möchte. Bildrechte, die Videoserie ist gegen den Hintergrund einer Bildagentur. Meine Bildagentur bringt mich fast täglich wieder mit Bildern und mit Fragen zu Bildlizenzierungen in Kontakt. Und das ist natürlich eine etwas andere Sichtweise als zum Beispiel von einer Anwaltskanzlei. Hier geht es nicht darum, spezifische, schwierige Fragen zu einzelnen Bildern abzuklären, sondern vielmehr darum, einen gesunden Umgang mit Bildmaterial und Bildlizenzen zu fördern. Sie sollten mit Bildern sicher arbeiten können. Darum geht es in dieser kurzen Serie. Fangen wir einmal an mit einer kurzen Geschichte und vergleichen wir noch eine zweite Geschichte dazu. Die erste Geschichte geht so. Es war einmal ein Mann. Er hieß Felix und Felix war von Beruf Fotograf. Felix hat für seine Arbeit auch Kontakte und da war die Maria in der Nähe, die immer wieder mal zu ihm kam mit der Anfrage, für ihn Bilder zu beschaffen. Sie hat auch eine genaue Vorstellung davon, wie das Bild für das nächste Projekt aussehen soll und fragt Felix, ob er dieses Bild für sie erstellen will. Felix ist damit einverstanden, sagt aber, das kostet auch etwas, denn er hat Aufwand zu betreiben, seine Zeit einzusetzen, seine ganze Infrastruktur zu bezahlen und das geht natürlich nicht ohne einen Preis. Maria ist einverstanden und zwischen beiden besteht so etwas jetzt wie ein Vertrag. Das ist jetzt die eine Geschichte. Es gibt aber noch eine weitere Geschichte. Das ist die Geschichte von Maria. Maria, die jetzt einmal keinen Fotografen an der Hand hat, sondern Maria, die immer noch die gleichen Projekte erledigen will und auch dasselbe Bild noch vor Augen hat und jetzt dieses Bild im Internet, im großen weltweiten Netz suchen geht. Wenn sie etwas findet, das ihr Geschmack entspricht, wird das ruckzuck heruntergeladen und Maria hat jetzt das Bild oder eben vielleicht doch nicht. Sie hat zu diesem Vorgang doch noch ein paar Fragen, denn sie hat mal gehört, dass Bildrechte eben alle Bilder betreffen und nicht einfach mal so ein Bild aus dem Internet heruntergeladen und genutzt werden kann. Wie ist das jetzt? Gehen wir rüber zu einer aktuellen Suche nach Businessbildern zum Beispiel. Dann findet man bei Google sehr schnell zum Beispiel dieses Bild. Es ist ein Businessbild in höherer Auflösung und es stammt von der Website crosspoints.com. Das wird von Google alles noch sauber angegeben. Aber das Bild hat keinerlei Wasserzeichen, es lässt sich einfach herunterladen und das Bild ist einer besonders hohen Auflösung hier verfügbar. Schauen wir uns einmal diese Website Crosspoints an. Wenn wir diese Website jetzt sehen, dann ist das eine Website, die nicht besonders viel Information bekannt gibt. Es ist nicht ersichtlich, ob jetzt die Firma Crosspoints eine reelle Firma ist und dies also auch das reelle Team ist, dass dies also Menschen sind, wie du und ich, die auch tatsächlich hier für diese Firma arbeiten. Möglicherweise geht es bei dieser Website um eine fiktive Firma, wofür tatsächlich ein Stockbild eingesetzt wurde und die fiktive Website zeigt nur ein Beispiel. Ob das jetzt eine reelle Website ist oder ob das jetzt eine fiktive Website ist, das Bild, was hier ist, können Sie nicht ohne weiteres verwenden.
Auch wenn es keinen Wasserzeichen darin hat, sollten Sie auf jeden Fall wissen, ob diese Menschen Ihr Einverständnis dafür gegeben haben, dass Ihr Bild genutzt wird für Werbung. Und wenn das so ist, wenn dieser Aufwand betrieben ist, wer wird denn dafür bezahlt? Gratis ist eben nichts. There is no such a thing as a free lunch.